Ich bin mal gespannt, wie es auf der Kamera aussieht. Was hast du schon wieder für Faxen? Nicht so eine Welle, aber die funktioniert nicht so bei mir. Was geht ab, Leck und das am Start und willkommen zu einem weiteren Video. Heute endlich mal wieder ein Dual Drift Vlog mit Annika. Moin Meister! Mit Annika hier an meiner Side of Life. Wir beide heute im Integralhelm auf der Supermoto, was vom Style-Level nicht so Maximum ist. Aber vom Kälte-Level. Einfach, ich wollte gerade sagen, es ist so kalt draußen und irgendwie siehst du auch süß aus mit dem Spider-Man-Helm. Wir sind schon richtig lange nicht mehr zusammen gefahren. Du bist auch so richtig, man sieht auch richtig, wie dick du eingepackt bist. Ich bin richtig dick eingepackt. Das ist auch übrigens deine Skijacke, die ich anhabe. Echt? Ach so. Ja. Und du hast die Sündehose an. Ja. Da kann man mal kurz erwähnen. Solange der Vorrat hält, gibt es noch auf jede Sündebestellung, kleine Werbung hier, mal Eigenwerbung hier am Rande, gibt es noch eine kostenlose Maske dazu, eine Sündemaske. Solange der Vorrat hält, also gönnt euch das. Und jetzt gibt's Tunnel. Jetzt gibt's Tunnel. Annika, auch sagen, mach mal lieber ein bisschen Sound. Was wolltest du sagen? Mir ist echt nicht kalt gerade. Nur ein bisschen am Hals, weil der frei ist. Aber ich habe ohne der Jogginghose noch eine Leggings und das wärmt echt gut. Ja, mir ist schon ein bisschen kalt irgendwie. Ja, so am Hals übelst bei mir. Ja, ja. Hals und bei mir zieht so richtig in die Jacke rein. Aber wir wollen ja unser Pensum halten und weiterhin Videos drehen. Und außerdem, die Sucht ist halt immer da, ne? Das ist halt krass, egal welches Wetter, mich zieht es auch immer aufs Motorrad. Also auch wenn es kalt ist und ich denke so, oh, ich weiß nicht, ob ich Bock habe, aber man könnte mal wieder ein Video drehen und dann sitze ich drauf und dann macht es richtig Bock, oder? Also mir macht es jetzt schon wieder Spaß. Toll, auf jeden Fall. Also man muss halt erstmal irgendwie die Motivation finden. Aber ja. Das stimmt. Ich hoffe halt, dass nächstes Jahr irgendwie Frühling und so ein bisschen chilliger wird. Oh, du musst rechts rüber, Annika. Hier ist schon wieder Baustelle. Die Baustelle verändert sich auch jeden Tag. Manchmal ist die Spur frei, manchmal die. Ich weiß überhaupt nicht, was die hier machen. Da wird hier kreuz und quer gefahren. Zur Zeit richtig krass. Was wollte ich denn jetzt sagen? Genau. Ich hoffe halt, dass nächstes Jahr das mit... Was höre ich denn hier? Leute, was ist das denn für ein Junge, Gerät? Ist das ein Teil? Huch? Da würde jetzt mein Papa Auge machen. So, was ist das? Eine Betonbohrmaschine. Eine Betonmaschine? Nee, das ist wahrscheinlich gar nicht. Nein, aber das ist der, die bohrt den Boden rein, glaube ich. Ja, aber das macht mein Papa auch. Löcher in Boden bohren? Ja. Nice. genau, was gibt's noch zu sagen? Genau, ich wollte sagen, es wäre geil, wenn sich die Situation mit Corona ein bisschen entspannt und nächstes Jahr solche Sachen wie Anlassen oder so wieder stattfinden können. Darauf hätte ich so Bock. Oh, wir hatten auch so ein geiles Haus, ne? Ja, das war richtig nice. Ja, diese ganzen Motorrad-Events, die einfach ausbleiben, sind richtig traurig. Oh, aber du siehst auch gut aus. Ich finde, die SMCR ist nach wie vor so geil. Also das Design ist was einfach... Was ist, wenn ich jetzt schnell fahren geblitzt werde? Ich könnte das nicht nehmen. Ja, nee, der blitzt, glaube ich, nur von vorne. Wobei, die Rundblitzer blitzen auch von hinten, glaube ich. Digga, so genau kenne ich mich da nicht aus. Wisst ihr das? Schreibt es mal in die Kommentare. Irgendjemand hat mir mal gesagt, dass das kommt darauf an, ob da 3 oder 4 oder 5 solche Dinger sind, diese Blitzdinger. Dann blitzt sie auch von hinten. So richtig weiß ich das nicht. Was machst du denn da? Nichts. Ah. So, ja, was mir auch einfällt, da vorne fahren wir jetzt gleich an Mercedes vorbei. Ich werde immer wieder... Hallo? Was machst du denn da? Ich weiß auch nicht. Ich wollte was testen. Du verwirrst mich hier schon wieder. Entschuldigung. Annika. Viele fragen mich mit meinem Auto, was damit los ist. Ich weiß es auch immer noch nicht. Ja genau, wir fahren jetzt hier links. Wir fahren quasi an Mercedes vorbei und dann heben wir mal den mahnenden Finger hoch gleich.
Richtig crazy, wie lange das dauert. Am Anfang dachte ich so, da hat er mir gesagt von Mercedes so, ja, mit Glück hast du es Freitag wieder. Und ich dachte mir so, Digga, es ist am Montag passiert, ne? Ich dachte schon so, boah, eine ganze Woche ist schon lang für ein Lenkrad. Aber na gut, lässt sich aushalten und dann können die auch direkt Winterreifen drauf machen, ne? Und jetzt, wie lange ist es jetzt her? Ich weiß es nicht. 2-3 Wochen oder so. Und er meint, es dauert nochmal mindestens 2 Wochen. Das ist richtig nervig. Das Ganze liegt an Corona natürlich, ja. Dass einfach die Ersatzteile nicht lieferbar sind. Aber auf der anderen Seite muss ich ehrlich mal sagen, und ich hoffe, ich verliere jetzt dadurch nicht mein VIP-Leasing, weil eigentlich bin ich richtig zufrieden damit. Aber ich finde es ein Unding, und das meine ich wirklich ernst, ich finde es richtig frech, dass ich echt viel Geld dafür zahle und dass ich keinen Ersatzwagen bekomme. Oh, warte bekomme. Mal, meine Karre ist aus. Ja, mach sie halt wieder an. Hä, was für ein Gebet? Oh, mir ist wieder das gleiche passiert, dass ich auf diesen Notaus komme. Ja, dann mach den Notaus wieder an. Oh. Was machst du denn da? Schnell. Zum Glück war keiner schnell hinter weg, dir. Schnell. Mann, Mensch. Mit dir ist es immer ein Erlebnis zu fahren. Du machst da auch die ganze Zeit so komische Sachen rum und so. Kein ja, Wunder, dass ich wollte da gucken, was passiert. Ob ich hier einen Burnout hinbekomme. Aber ich habe Angst, weil ich nachlasse und dass ich vorne, dass es nicht hält. Das ist so ein schöner neuer Reifen. Jetzt lass ihn doch mal heile. Ja, links macht Auge. Hä? Ja, der denkt sich auch, was ist das für eine Scheiße? Ah, das jetzt, ist nein. Das jetzt schon durch? Nee? Ja, es ist durchgedreht, aber es hat nicht gequalmt. Ich wollte jetzt, lass mich doch mal ausreden hier. Du bist auch derjenige, der mich ausreden. Ich, ja, das stimmt. Genau, ich finde es echt irgendwie richtig kacke, dass ich keinen Ersatzwagen bekomme. So, das weil jeder, selbst bei einer 70 Euro ADAC-Mitgliedschaft kriegst du einen Ersatzwagen und so. Und ich meine, mir würde ja hier so ein kleiner Smart oder eine A-Klasse oder so reichen, nur damit ich irgendwie mobil bin. Jetzt kommt der mahnende Finger, oder was? Der wahre, ja. Der mahnende, nicht der wahre Finger. Nee, ich hab so, nicht den. Ja, ja, der mahnende Finger, ja, kein so. Mittelfinger. Das ist so. Soll ich dir mal hier eine witzige Story zu erzählen? Ja. Wir sind ja in Hammerbruch, ne? Ja. Und ich habe hier mal gearbeitet in dem Louis. Und da war ich in so einem Louis-Azubi-Haus. Und ich bin halt immer abends allein zurückgelaufen und so. Und da hab ich mich gewundert, so was ist das? Weil ich kannte ja die ganzen Orte noch nicht und dachte so, ja, das ist bestimmt vernünftig hier. Und dann habe ich aber gesehen, dass da vorne überall, ich will das jetzt mal nett ausdrücken, halt nackte Frauen stehen, dass hier auch mal Prostituierte stehen. Nackte und so Frauen? Ja, also fast nackt, Prostituierte halt. Da habe ich mich voll erschrocken. Irgendwie, genau vor diesem Louis Azubi Wohnheim. So, ich, zum ersten Mal in Hamburg, ich so, was passiert hier? Oh Mann. Ja, das stimmt. Ich weiß gar nicht, ob das wahrscheinlich sogar illegal da, oder? Da gibt es auch die Reeperbahn und so für. Das war so auf jeden Fall ein bisschen erschreckend. So genau weiß ich das auch nicht. Aber auf jeden Fall, ja, geiler erster Eindruck. Auf jeden Fall nochmal, das ist natürlich Meckern auf hohem Niveau, aber mit Mercedes. Aber es ist halt, ich zahle halt wirklich viel Geld. Viele denken immer, das ist so for free oder so. VIP-Leasing kostet halt trotzdem Geld. Komm, da fahren wir rüber. Das war gelb. Bei dir auch, ne? Jo. Jo. Und jetzt zahle ich halt weiter das Geld, ohne dass ich ein Auto bekomme. Und das ist halt echt nicht irgendwie. Wenig, ja, ja. Ja, das stimmt. Egal, lasst uns das Thema wechseln. Falls ich Updates habe, werde ich die euch natürlich geben. Des Weiteren gibt es noch eine kleine Ankündigung jetzt vor Weihnachten. Es gibt natürlich den Reaper-Merch von mir noch, den goldenen. Schaut da gerne mal in die Beschreibung. Und ab morgen, glaube ich, oder ab übermorgen, ich weiß es nicht genau, schaut da unten gerne auch mal in die Beschreibung, da wo es meine Handschuhe gibt, bei DCC, gibt es jetzt endlich dann die Cross-Brillen von mir. Richtig nice, oder? Ich finde die so geil. Sind richtig schön geworden. Und vor allem dann mit klarem Visier, jetzt gerade im Winter und für den Enduro-Bereich und so weiter. Und dann noch mit verspiegeltem Visier. Und als Bundle noch mit Handschuhen zu einem günstigeren Preis. Deswegen schaut da gerne mal vorbei. Aber das soll es schon mit Werbung gewesen sein. Fast verschluckt an mir selber. Was guckst du denn so? Ich habe das Gebäude noch nicht gesehen. Das ist schön, das? Oder? Ist das eine Messehalle? Nee, das ist einfach schön. Keine Ahnung, was da drin ist. Hey, mein Blinker ist einfach rausgegangen. Ja, du hast doch da drin die
den Blinkrücksteller. Ja, aber der geht manchmal einfach zu, wenn ich nicht will. Nach 15 Sekunden. Oder wenn du lenkst. Ja. Perfekt, dass wir auch alle in einer Reihe stehen, obwohl wir da, obwohl das so vier Spuren sind. Wir könnten da auch eigentlich mal gucken. Hier. Ja, hatte ich gehört. Ja, gerade sage ich es noch, weil guck mal, man kann hier sich auch aufteilen. Ich weiß nicht, warum der Mercedes hier komplett die Spur behindert. Boah, ist es schon so weit? Ja. Ist es jetzt schon so weit? Jetzt ist es schon so weit. Boah, ich war erschrocken. Das ist mit der 500er so krass. Fährt hier noch besser mit aufgepumpten Reifen, ne? Was? Was hast du gesagt? Das fährt sich jetzt noch besser mit aufgepumpten Reifen. Hey, das stimmt. Vor allem, das Lustige ist, ich habe einen Kommentar gelesen, das muss ich nochmal sagen, das war so nice, von einer Zuschauerin, die hat geschrieben, so lustig, im letzten Video sagt er, warum rollt die denn so schlecht? Irgendwas ist hier nicht richtig an der Karre, weil die hat halt so schlecht... So, also die ist nicht so weit gerollt, weißt du? Die hat gebremst beim Rollen. Ja. Und weißt du noch, als ich vielleicht zu dir gesagt habe, die lässt sich so schlecht schieben. Wollte warum ich lässt sagen, sie sich so scheiße schieben? Wollte ich gerade sagen, Alter. Vielleicht war die schon immer so. Und dann ein Vlog später, Reifen sind einfach leer. Huch. Also das war schon gut peinlich. Naja. Passiert. Jeder hat seine Fehler, ne? Der David. War nicht früher KTM? Was? War ja nicht früher KTM oder so? Da hinten. Ach so, weil guck mal, das ist doch aber auch neu. Das ist echt neu. Das sieht super nice aus, oder? Ja. Ich finde das richtig geil. Voll farbenfroh nice. Und so. Ist auch so krass, dass jetzt schon wieder dunkel wird. Man kann wahrscheinlich im Vlog richtig nachverfolgen, so von Minute 1 bis jetzt, wie so das Tageslicht schwindet. Das ist echt traurig im Winter. Und vor allem, das geht noch 2-3 Wochen so weiter, dass es noch früher dunkel wird, ne? Dann irgendwann so kurz nach 3 oder so. Ist das hier auch neu? Nein. Das ist nicht neu. Ja. Annika, was ist denn? Wir fahren hier immer lang. Für dich ist auf einmal alles neu. Ich bin hier lang nicht lang gefahren. In dem Tunnel, der jetzt ist dunkel. Im Tunnel ist dunkel. Oh. Was hat das denn? Komm hier, lass mal zu dem Scooterfahrer hier. Nee. Das ist David. Scheiße. Nee, jetzt bin ich hinten. So boah, das ist so ein richtig nicer April, ja. Wie du daneben stehst, anguckst. Ja, der hat auch ganz lustig nur geradeaus geguckt. Ich finde das so geil, wenn Leute so viel Neongelb haben. Das ist so witzig. Also, wo ich den Roller sehe, eigentlich müssten wir mal wieder ein Rollerprojekt machen. Darauf hätte ich richtig Bock. Ich wollte gerade sagen, Chat, ich mache so viel Livestream. Chat, habt ihr Bock? Schreibt mal in die Kommentare, ob ihr Bock hättet, nochmal so ein Rollerprojekt wie für Knossi zu sehen. Und wenn ja, für wen? Das würde mich interessieren. Wo bist denn du? Hier bin ich. Jetzt geschwind. Ja, ich hätte auch mal mit an so einem Roller basteln. Safe. Witzig. Können wir machen. Ein paar Ideen mit reinbringen. Komm mal zu dir rüber. Jetzt. Dein ist voll laut. Oh, aber die SMCR klingt auch so geil, Annika. Voll, ich liebe die. Ist echt richtig nice. Mein gutes Wetter ist wieder jeden, every day. Ja. Sehr nice. Es macht auch echt immer Spaß, wieder mit dir zu fahren. Ich find's krass, wir fahren eigentlich viel zu wenig miteinander. Ja. Wo wir uns dadurch kennengelernt haben. Was ist denn das jetzt? Das war ein High Five für hat, das gute hat Video. Hat Spaß gemacht, Kumpel. War cool. Danke, Bro. Ich hoffe, euch hat das Video auch gefallen. Es wird jetzt sowieso zu dunkel, deswegen... ich bin mal gespannt, wie es auf der Kamera aussieht. Was ist denn schon wieder für Faxen? Nicht so eine Welle, aber die funktioniert nicht so bei mir. Warte mal, das muss ich ein bisschen von vorne sehen. Warte nochmal. Die Leute hinter mir. Ja, dass du behindert bist. Nein, ich fand's süß. Es war niedlich. Wenn euch das Video gefallen hat, wäre ein Däumchen wie mein Träumchen. Checkt Annika auch aus. Also ja. Ihren Kanal bitte. Nicht sie auschecken. Und gönnt euch ein bisschen von dem Merch jetzt kurz vor Weihnachten. Wenn euch das Video gefallen hat, wäre ein Däumchen wie mein Träumchen. Und sonst sehen wir uns übermorgen im nächsten Video. Bis dahin, macht's gut. Peace und haut rein, die Landratten. Pau, 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 pau.